Kunden, Spezialaufträge. Haha, viel Spaß. Hallo Leute, willkommen zurück bei Red Talks für unser Let's Play Car Mechanic Simulator 2021. Ja, neue Folge für euch und das geht weiter mit dem Motor für den Audi. Und ja, ich habe auch euch gesagt, ich soll sauber machen diese Werkstatt, aber ich habe das nicht geschafft. Schaut ihr das an, da liegt noch Biere, da, oh je, oh je. Ihr werdet alle denken, der macht Party in seine Werkstatt. Ne, 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 Quatsch, Quatsch, Quatsch. Da geht's weiter mit der Arbeit. So, wo waren wir die letzte Mal? Ja, und der Motor. Jetzt gerade, dass ich bin auch zurück in dem Spiel. Wie gesagt, die letzte Mal, in die letzte Folge habe ich euch erwarnt. Das war schon über einen Monat, dass ich war auch nicht mehr beschäftigt mit dem Spiel. Die Anfang ist immer manchmal katastrophisch oder oh, man ist verloren. Aber das geht. So, jetzt brauchen wir einen Wasserpump. So, ich muss auch gucken. Weil das habe ich auch nicht. Okay. Das muss mal IRG, Wasser. Ja, aber was war. Ah, das war ein. Ich glaube. Diese Teile, oder? Aber das ist für Aston Martin. Nein, nein, nein. Da hat Audi für den Moment keine Aston Martin Teile. Aber was ist das für eine Wasserpumpe? Das ist noch die Frage. Aber das muss man einfach erstmal. Ich muss erstmal die Motor umdrehen. Das bringt auch nichts, dass ich mal einfach jetzt so rum. Erstmal der Motor stand drehe. Ja, perfekt. Perfekt. So, jetzt. Jetzt könnte man einfach besser sehen, was es kommt. So, erstmal. Ah, das ist ein Wasserpump. Okay, aber die habe ich auch einfach auf 100% wieder erstellen. Ah, ich sage es. Da werden wir auch einfach Geld sparen mit das Fahrzeug. Ja? Aber jetzt. Zylinderkopf. Okay, da muss ich gucken, ob in diese Tuning-Abteilung haben wir dieses Zylinderkopf. Weil. Ich weiß nicht, ob der Motor hat einfach was Besonderes gemacht und dann kriegst du auch einfach die nicht in dem normalen Spiel. Es könnte einfach auch gut möglich sein. So, erstmal, ich sehe die auch nicht. Zylinderkopf I6. Ich sehe diese Zylinderkopf überhaupt nicht. Nein, diese Zylinderkopf sind noch nicht mal da. Ah, doch, doch, doch. Hier. Ah, okay, ich brauche. Aber ich brauche die Zylinderkopf auch B. B, B, B. Ah, hier. Okay. Ja, sie haben auch. So, ich habe jetzt gesehen, die waren noch trotzdem verräumt. Ja, und bei uns im Süddeutschland, da ist super Wetter, etwa gerade 18 Grad. Man denkt auch nicht, wir sind bald im November. Ne? Für so ein schönes Wetter. Hm. So, Nockenwelddeckel. Nockenwelddeckel. Da könnte man schauen, aber ich glaube nicht, dass die Nockenwelddeckel, die sind eher zu sehen. Aber Nockenwell, ah, übrigens, Nockenwell, das könnte man einfach schon zwei Stück von diese, weil die brauche ich auch. Ich brauche A,
und B. Ja. Dann können wir A. Wo sind die, die können wir. Können wir B. Ja, wenn ich suche einfach besondere Nocken will. Ja, ich suche die besondere. Ah, doch, ich hab's gesehen. Wo sind die? Nocken will A. Aber in Ordnung, Nocken will A. Oh, ja, 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 ja. Ja, ich muss leider suchen. Wo ich könnte einfach angeben, aber manchmal die Beschreibung ist so kompliziert und AE. Das ist die A, zwei Stück. Okay, aber jetzt die Deckel, ja, das muss ich auch irgendwie repariert. Hoppla. Hopp, 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 hopp. Geh mal hier her. Das war ihre. Die Drossel klappt, muss man, ich denke mal, auch reparieren, weil ich glaube nicht, dass die haben Gaskrümmer, hoffe ich, dass man bekommt welche. So, ich hoffe, dass man bekommt welche, aber okay, ich könnte noch nicht mal, okay, ich habe gedacht, ich könnte noch reparieren, Teil reparieren. So, ihre Karosserie. In Karosserie, nein. Ihre, dasselbe, ja, Karosserie. Und was haben wir, ihre? Auch Motor, aber da ist auch nicht mal die Teil, was ich brauche. Brems, man könnte auch einfach wieder spielen mit Brems, ja. Ah, ja, ich habe ein Abdreh, Bremsscheibe. Ich kaufe sowieso jetzt die ganz normale Bremsscheibe. Okay, das heißt, ich muss kaufen jetzt. Ja, ich kann sowieso die ganze Liste leer machen. Okay. Ja, jetzt brauchen wir die Nockenwelt Deckel. Nockenwelt Deckel. Nocken U. Da muss man einfach richtig schauen. Nockenwelt Deckel. Lagerdeckel. Wie heißt das überhaupt, diese Teile? Nockenwelldeckel. Okay. Dann machen wir um diese Inkoffesliste Teil hinzufügen. Okay. Einkaufsliste öffne. Tabs. Okay, und da brauchen wir eine. Warum Zylinderkopf? Aber ich wollte nicht die Zylinderkopf. Oh, warum hat er einfach Zylinderkopf genommen? Nockenwelldeckel. Nein, 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 nein! Das weg, das weg! Das ist Schrott! Das ist Schrott! Ja, aber jetzt. Ich füge das noch einmal auf die Einkaufsliste. Ich hoffe mal, dass es funktioniert jetzt, weil. Soublage, ja. Einkaufsliste öffne. Nockenwell! Ah, nee! Ah, wo hat der Deckel? Das gibt's doch nicht. Soublage.
Einkaufslist öffne. Nockenwelldeckel. A. B. Okay, und jetzt brauche ich A noch. Hein? Ich brauche noch den Nockenwelldeckel. A. Okay, da muss man einfach noch schauen. Ja, Sie sehen auch, dass manchmal so ich. Ich finde, dass manchmal mit dem Einkaufslist es funktioniert nicht, noch nicht so optimal. Ich könnte mal eine Teile einzufügen, aber manchmal fügt er andere Teile dazu. So, Moment. Ich bin noch nicht fertig. Hallo. Was haben wir sowieso dran geschraube? Ich hab da. Was ist das für? Okay, gut. Ventildeckel, okay. Ich hoffe, dass ich aber auch einfach Tuning-Teil eingesetzt. Ich weiß auch nicht mehr jetzt, Leute. Was habe ich für Nockenwell eingesetzt? Ich hoffe mal die Tuning-Nockenwell. Sonst der Motor wird schwach. Geh. So, es wird keine große Leistung komme. Aber werden wir sehen. Nochmal denke ich mal mit dem Tuning, dass es wird noch funktioniert. Okay. So, jetzt das. Ja. Abgaskrümel. Das könnten wir einfach schauen, ob man Abgaskrümel voran haben. Aber das sind auch besondere Abgaskrümel. R6, Abgaskrümel V10. Ah, doch. Ah, aber ich brauche die B auch. Hein? Oh, ich brauche die B noch. Wo sind die B? Da mal so, die A sind da, aber wo sind die B? Ganz hoch. Ja, jetzt ich frage mich, wo sind die B? Weil ich brauche die B auch. Hein? Ah, hier haben wir B. Gaskrümmer. Ja, irgendwie sind das zweimal die gleich, oder ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, da haben die A geschrieben und B. So, A, wenn A steht, dann ist B auch normalerweise. Aber ich sehe auch keine. Das ist auch die Sache. Ich sehe auch nur A. Ja, ist okay. Okay. Habe ich schön. Okay. Ich habe schön. Okay. was ist das? Servopumpe, ja. Machen wir rein. So, das kommt erstmal. Zylinderkopf. Wollte ich nur gerade sagen. Erstmal die Zylinderkopf. Machen wir weiter auf die andere Seite. So, aber jetzt. Nockenwelle, ja. Ich glaube, ich habe auch die Nockenwelle. Die richtige Nockenwelle angesetzt. Ja. Alles gut. So, aber jetzt. Sundkerz. Oh, da muss ich noch neue Sundkerz kaufen.
Die sind schon alle leer, die Sundkerz. Oh ja, 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 das gibt's doch nicht. Sundkerz, Sundkerz. Sundkerz. Ja. Oh, man könnte jetzt 50 Stück auf einmal kaufen. Weil damals, ich glaube, die haben uns begrenzt auf 20 Stück oder so. Ich weiß nicht mehr. Ah, jetzt haben die auch Erweiterung gemacht in dem Spiel. Nockenwell-Deckel. Ah, das muss ich auch kaufen. Diese Nockenwell-Deckel. Ach. Ah. Ich schreibe einfach Nockenwell. Wir schauen, ob das gibt einen Deckel. A, okay. A, hier. B. Und wo ist A? Hier. A. Okay, ich hab's jetzt. Ich habe jetzt diese Nockenwell-Deckel. So schnell mit Schraube. Ja, und ich versuche mal einfach auch vorwärts zu kommen mit K-Mechanik die Woche, dass ich mal auch zwei Folgen jede Woche jetzt gerade. Neue Projekt, da kommen wir auch bald dazu, dass ich fange auch etwas neu. Erstmal muss ich noch die letzte, so die zwei letzte oder drei letzte Folgen von dem Escape the Train drehen. Und dann, ja, dann wird ein neues Projekt start. Und ja, mit dem Solo-Projekt mit Farming Simulator, ich muss zugeben, das dauert noch. Ich habe alles gedreht, aber ich muss noch die Video zusammenschneiden. Und es dauert noch ein bisschen, aber Geduld. Und wie gesagt, ja, ich gucke mal, dass ich fange auch mit neuen kleinen Projekten nebenbei. Dass sie sehen auch einfach, oh, es passiert auch nichts mehr. So, dass sie haben auch etwas neu zu sehen. Ich war auch immer gern bereit für neue Sachen. Aber wie gesagt, jetzt, ich habe wieder meine Arbeit. Es ist nicht mehr wie damals, aber ich bekomme das noch. Kein Panik. So, aber jetzt. Jetzt, ich wollte, was wollte ich? Ich habe etwas gesehen. So, ah ja, die Kraftstofffilter, ja. Das brauchen wir einfach. Und ja, ich kaufe mir auch ein paar und das. Okay. Okay. Gaskrümmel. Da ist alles, oder? Ja. So, jetzt kommt diese Deckel. Oh. Da brauchen wir nur kein Rad, normale. Normale Nockenwellrade. Ich weiß nicht, ob das war ihr auch voran diese Nockenwellrade, aber ich glaube nicht. Nein. Im Tuning war sowieso nicht alles voran. Das weiß ich immer noch. So, die Nockenwellrade. Ah. Nockenwellrade, dann brauchen wir 6 Stück. Einfach mal 14 Stück. Normal sind wir, ich glaube, dass wir sind sehr günstig dran mit dem Audi TT zu bauen, weil da hat man, wie gesagt, viele Teile von dem Motor renoviert und da sparen wir auch einfach extrem viel Geld. Das war vielleicht die Glück in meine Einkäufe. Ich habe Glück gehabt. So, was kommt hier her?
Kraftstoffverteiler. Okay, das gucken wir an im Tuning-Teil. Kraftstoffverteiler. KRA. So, das ist auch wieder, wie gesagt, ein Spezialmotor. Und hoffen wir, dass wir mal bekommen, das auch hier im Tuning. Gut, wir haben auch schön einige Teile wieder gefunden. Dass der Motor hat trotzdem was gemacht. So, Drosselklappe. Die Drosselklappe, das muss man auch gucken, ob die ist auch verräumt. So, Lösche. Drosselklappe. Ah, ah, ah. Aber ich weiß nicht, ich habe es auch einfach geschaut vorhin. Schnell, aber ich habe auch nichts gefunden oder nicht gesehen. Oh, oh. Nein, 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 nein. Ah, doch, hier. Oh, ich habe es gefunden. Es war Zufall. Es war Zufall. Okay, okay. So, die Schwungrad machen wir auch dran. Alles Tuning. So, Kupplungsscheibe. Kupplung Drückscheibe, ja. Ich mag immer, wenn der Motor ist einfach komplett fertig. Auch an der Motorstelle. Ich muss einfach auch nicht viel aus Rücklage, okay. So. Jetzt, wir sind auch nicht mal fertig. Hierher kommt noch Teile. Erstmal die hintere Stelle. Jawohl. Dann können wir gerade. Nochmal, ja. Oh, Zahnriemen. Ich brauche Zahnriemen. Neue Zahnriemen. Zahnriemen, Keilriemen. Brauchen wir auch. So, Zahnriemen. Ihre. Aber es gibt nur eine. Ich glaube, ich bin auch nicht. Okay, jetzt kommt die Umlenkrolle. Dann dem Gehäuse, Moment, machen wir noch nicht mal den Gehäuse, weil da kommt noch die noch andere Umlenkrolle. Okay, sowieso jetzt. Ich glaube, wir können das auch so machen. Okay. Aber da fällt noch die die Riemenspanne, oder? Ich habe noch. Ja, das ist nicht fertig, nicht fertig. Ich habe auch gedacht, hallo, wie? Zahnriemen brauchen wir auch, einfach Zahnriemen. Keilriemen. Muss ich zugeben, normalerweise. Keilriemen. Keilriemen, ja. Ich muss gucken, welches ist das? Puh. Da hat man auch so viel Keilriemen. Ich hab's. Und da wollte ich noch einfach kürben will. Das habe ich auch nicht mehr, diese Kürben-Rimscheibe V8, glaube ich. Kaufen wir einfach 9 Stück.
Kauft man auch von dem auch 9 Stück. Keine Ahnung, vielleicht brauchen wir das irgendwann. Es ist auch nicht so schlimm. Irgendwann werden einfach benutzt. Okay, jetzt. Jetzt kommt die Kalrim, ja. Und jetzt kommt die Riemenspanne. Oh, Riemenspanne. Oh je, oh je. Das war etwas, was ich aber auch nicht gedacht, dass ich aber auch nicht mehr. Riemenspanne. Riemenspanne, dann kurz nochmal. Ja, kauft mal auch 9 Stück. Irgendwann wird er das auch benutzt. Riemenspanne, jawohl. Okay. Ich glaube, dass jetzt der Motor ist fertig. Ah, das war einfach eine großartige Leistung von Red Dox, oder? Ja, ich glaube, da könnte man nichts mehr sagen. Der Motor ist fertig, okay. Dann jetzt, muss ich erstmal die Motor entfernen. Motorverstärker benutzt, ja. Ja, weil ich glaube, da ist nichts mehr einzusetzen, oder? Der Motor ist fertig. Okay. Aber gut. Jetzt kann man einfach montieren. Ah, du hast keine. Ja. Ich muss erstmal die Motor entfernen. Okay. Den Motor habe ich jetzt entferne. Montieren. Ja, und man könnte schauen, ob da wirklich alles vorhanden ist, aber so wie das aussehen, der Motor ist auf 100%. Ja. Okay. Okay. Der Motor ist schon da. Okay. Das geht wieder weg. Jawohl. Und ich könnte sogar, ja, weil Sie sehen auch, dass es gibt immer nur eine. So, ich habe Platz für 2. Ist die Frage, sollte man einfach jetzt einen kleinen Auftrag machen? Ach, schauen wir das einfach. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Es ist auch nicht so dringend. Soll man einen kleinen Auftrag machen? Ich gucke mal einfach. Weil man macht einfach für den Moment nur Renovierung, aber man könnte auch Aufträge nehmen. So, was gibt's das? Auspuff? Laut beim Beschleunigung. Okay. Land Rover, ja, Getriebe und. Oh. Und Auspuff. Ja, okay, das nehme ich einfach. Das nehme ich. Ja, das. Oh je. Hat der auch einen Unfall gehabt? Oh je. Schaut dir das an. Oh je. Oh je. So, erstmal Motorstart. Oh je. Ich werde sagen, fahren wir ein kleines der Strecke, ja. Nein, der Strecke. Ja. Gehen wir erstmal auf die Deckstrecke und gucken wir, was läuft das ab. So, warum ist da ein Problem?
Okay, es war eine gute Probefahrt. Aber werden wir sehen, dann war, wie das ist, dann war. Getriebe, Ausrücklager, Kupplungsrückblatt, Kupplungsscheibe. Oje, oje, da ist alles Schrott in diesem Auto. Alles Schrott. Aber gut, ich werde sagen, das machen wir auch vielleicht in der nächsten Part. Aber ich lasse dem Fahrzeug auch in die Werkstatt gehen. Defender, Innenräume, Fahrzeug bewege. Zweite Ebenbühnenstelle. Ja, da sollte man die Auspuff wechseln und die Getriebe fahren. Es ist leicht Arbeit. Aber das wäre aber noch einfach eine zusätzliche Geldquellannahme. Aber ein Defender, warum nicht? Gut, normal muss ich dann Tür wechseln, aber irgendwie die TÜV haben nichts gesagt. Okay, wir sehen uns noch. Ich wünsche euch alle da draußen viel Spaß weiterhin und ciao, mach's gut.